Hallihallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider Angel of Darkness. Genau, und wir heben jetzt dieses Ding auf und haben dadurch ein großes Problem direkt. Genau, sieht aus so ein bisschen wie der gläserne Dolch oder eine Figur namens Felix Felicius. Glaube ich. Felix Felicius? Ja. Weiß gar nicht mehr, wie das Zeug heißt. Yeah, geschafft. Flüssiges Glück. Beim First Try. Ich bin hier so oft sonst gestorben, aber ich habe es geschafft. Achso. Ich dachte eben, hä, was ist das? Und dann ist es, also das Seil. Na? Die Halterung. This is the rope. The rope of hope. Genau, das Seil der Hoffnung. Warum nicht? Gibt's bestimmt. Bestimmt. So, ich kann hier doch nicht klettern. Okay, dann nicht. Aber pass auf dieses Seil auf. Darauf liegt die Hoffnung der gesamten Menschheit. Werf den Käse! Yay! Aber Laura will jetzt wieder nicht normal raus, natürlich. Mh. Aber am besten ihm halt so, nein, spring nicht! Anyway, tu dir Pfarr! What? Danke! Ja. Ja. Danke, dass wir deinen Hinterkopf nicht so stark durchglitschen haben sehen. Mhm. Gedöns. Ja. Oder auch schön, hier kommt der Flugzeug. Und dann wirklich. Ja. Schatz, warum ist das Baby am Brennen? Kauf mir mehr Schmuck! Frage ich mich auch einfach nur, why? Keine Mutter der Welt. Never ever. Ja, das würde ich eigentlich sagen wollen tun, ne, aber. Sagen wollen tun. Ja. Dieses Deutsch. Mhm. Wow, diesmal war es sogar beabsichtigt. Stell dir vor. Nein, Wahnsinn. Mhm. Nein, doch. Oh. Oh. Genau, aber ich wollte ihm sagen, man kennt zu viele Geschichten. Mhm. Na? Yep. Dem stimme ich definitiv zu. Mhm. Und jetzt seht ihr den umständlichsten Weg, wie man Wasser abkühlen kann. Denn dafür haben wir diese drei Dinger gesammelt, um einfach nur kochend heißes Wasser in normal warmes Wasser umzuwandeln. Anscheinend zumindest. Ja, das finde ich auch immer bei Crash Bandicoot manchmal so witzig, ne? Wo du auf diese Pinguine treten kannst und dann verwandelt sich die Lava in Wasser. In welchem Crash Bandicoot-Teil ist das denn? Entweder Crash Bandicoot oder Donkey Kong, weiß ich es gerade nicht mehr. Hm. Ne? Weil ich muss ja noch Crash 2 und 3 auf jeden Fall spielen. Ich habe ja bisher nur den ersten Teil jetzt played und deswegen weiß ich das jetzt halt gerade nicht. Deswegen, es könnte sonst natürlich auch ein Crash 2 oder sowas sein. Ja. Möglich. Wobei, ist vieles. Ja, genau. Also ich weiß es nicht mehr genau, ob das jetzt wirklich Crash war oder Donkey Kong Country. Ja. Okay. Hm? Ich frage mich an, was Eckhart hier überhaupt gearbeitet hat in seinem Labor. Wie man Wasser abkühlen kann, das war alles seine Forschung. Die haben sie jetzt mit einem Mal verbraucht. Genau. Ich habe jahrelang an diesem Experiment gesessen. Ganz genau. Und jetzt nehmt ihr mir dieses Experiment weg. Es ist so traurig. Hm. Wobei, es könnte auch fast das Labor der von Windhoven sein. Phantasialand! Hallo! Ja. Ach ja, Phantasialand. Ich glaube, ich war da nur ein einziges Mal in meinem ganzen Leben als Kind, wenn überhaupt. Hm. Aber ich kann mich eher an den Movie World Park erinnern. Ja. So Leute, seid ihr bereit fürs große Finale? Ich hoffe es. Wenn nicht, egal. Wir haben jetzt nämlich trotzdem Finale. Juhu! Ich hoffe, ihr seid bereit, aber wenn nicht, dann egal. Mhm. Egal. Genau, egal. So, let's go! Ich meine, ja! Ja. Also mal so, die beim Phantasialand sind die Attraktionen an sich haben wirklich komplexe Geschichten. Aber jetzt ist erstmal Cutscene. Genau. Cutscene. Cutscene. Yeah.
auch, Miss Croft. Sie sind zäh. Aber ich habe im Laufe der Jahre mehr Sterbliche getötet, als Sie sich vorstellen können. Und Sie haben Ihre Organe gestohlen, wie ein Grabräuber. Und nun hole ich mir die Ehre. Um dieses Ding zu erwecken? Sind Sie wahnsinnig? Ja! Nur mit meinen Fähigkeiten kann ich die höhere Rasse neu beleben. Oh, dann habe ich wohl das Vergnügen, Sie aufzuhalten. Ich habe die Lux Veritatis gejagt und ausgerottet. Ich bin unsterblich. Die Splitter. Da staunen Sie was? Es ist mein Schicksal, die Hölle auf Erden zu schaffen. Sie sind ein Nichts. Wissen Sie was? Ich freue mich darauf, Sie ins Jenseits zu schicken. Und meine Sonnenbrille ist viel cooler als Ihre. Die habe ich mir extra für diesen Bossfight angezogen. Vorher hatte ich sie nicht auf. Ja. Ich glaube, die Entwickler wollten ein Matrix-Spiel machen, oder? Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr interessant, dass sie in manchen Filmsequenzen einfach auf einmal halt ihre Brille aufhat und in manchen nicht. Ach ja. Ja. Mir ist gerade auch rechtzeitig eingefallen, was ich hier tun muss, mich einfach hinlegen. Weil man kann natürlich auch drüber hinwegspringen, aber mit Springen ist es halt ein bisschen stressiger und deswegen lassen wir das. Genau. Du triffst mich gar nicht, Dancing, oh yeah. Lara hat den Groove, oh yeah. Ich bin super lässig. Ja, stimmt mir zu, ja. Weil sie ihm sagen, könnte ihm was sein, ja. Also du bist auch ein kleiner Idiot, Eckhart. Du siehst, dass ich hier auf dem Boden liege und schießt trotzdem über mich hinweg. Ja. Er lernt es einfach nicht. Ha, überlegen erstmal, Denkerpose. Was mache ich denn nur, verdammt? Ich habe keine Ahnung. Nochmal schießen, was soll funktionieren? Vielleicht war dieser Winkel besser. Ah. Hey, er kann sich teleportieren, die alte Sache. Wow. Wenigstens das kriegt er hin. Halbwegs. So. Jetzt macht er kleine Doppelgänger von sich, weil er findet es selber so schön, den muss es mehrmals geben. Ja, genauso wie Rufus mit dem Klon nachher. Ah ja. Aber okay, das war ja auch wirklich dann sinnvoll. Das hat ja gut gebracht. Ja, klar. Mhm. Ich frag mich nur, warum ich er das liebe macht. Dich. Ja, ich schaffe es doch nicht ohne dich. Aber wirklich, warum erschafft er Doppelgänger von sich? Ich habe das nie verstanden. Weil das macht absolut keinen Sinn. Ja, weil er eben halt, weil die Zeit ja eben halt knapp ist. Hm. Also, ach, hier. Hier. Ja, hier. Ah. Deswegen, ja, die Zeit ist hier vielleicht auch knapp. Ich weiß es nicht, aber. Ja. Ach, nee. Ich weiß es auch nicht, warum man Doppelgänge von sich erschafft. Ja, vor allem, wenn die nur in der Mitte laufen. Ja, du Spoiler. Ja. Oh Gott. Du Spoiler, nein. Wie konntest du nur? Ja. Ich böser Spoiler, ja. Aua. Vielleicht möchte er ja auch so seine Kräfte sammeln. Ich hab's zum Glück trotzdem noch geschafft, ein Glück. Hm? Weil Lara ist ja sehr lange liegen geblieben. Oh ja. Der Schrei. Der ist so übertrieben einfach. Also Leute, wenn ihr auf Toilette solche Geräusche von euch gebt, ist was falsch bei euch, kann ich sagen. Ach, nee. Ey, wirklich der scheiße Guillotine. Mhm. Hey, jetzt versuche ich es mal mit Feuer. Vielleicht funktioniert das ja dann. Ja, genau. Vielleicht kann ich es ja damit ein bisschen heiß machen. Yeah, yeah, yeah. Du bist ein Idiot. Oh yeah. Rufus hat den Groove. Und Lara hat ihn jetzt auch. Wobei, ich muss sagen, der arme Psychologe. Der tut mir mal leid. Ja. Aber hinterher war es ja die richtige Therapie, ihm den Strick zu verkaufen. Dann war er ja glücklich. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Das ist so richtig gelangweilt. ja. Ich fand das jetzt so geil. Nachdem ich meine Freundin umgebracht habe. Schön, wie sie diese komplexen Metaphern verwenden. Das sind doch keine Metaphern, die ich rede. Das war schon echt hart. Jo.
Doppelgänger oder nochmal eine Runde schießen? Nee, Doppelgänger. Ich dachte eben wirklich gerade eine Runde schießen. Aber gut, boah. Nee, er hatte keinen Bock mehr. Mhm. Hat sie auch gedacht, ich muss mich nochmal selber ansehen, das ist so schön. Aber ich erschaffe mich in angezündet, weil... Steht mir einfach. Ich wollte schon immer eine brennende Frisur haben wie Hades. Ich habe übrigens mal ein richtig tolles Video ja von Malternativ zu Hades gesehen. Hast du es auch gesehen? Nein, noch nicht. Das kann ich sehr empfehlen, weil er hat dann so ein bisschen halt die Geschichte von Hades und so beleuchtet und hat letztendlich dann wirklich dann Sachen aufgedeckt und erzählt, wo sich rausstellte, Hades war eigentlich voll der nette Typ. Der hat sich auch mal in so eine Sterbliche verliebt und hat sie nicht einfach entführt oder sowas. Nein, er hat sie gefragt, ganz artig, ob sie zusammen sein wollen. Voll nett! Und der ist halt auch irgendwie wenig an die Oberfläche gegangen. Der war einfach gerne auch irgendwie in der Unterwelt irgendwie. Und dann hat Malte gesagt, der war Gamer. Hades war einfach Gamer! Ich habe ihn weggeschoben. Und nochmal... Ah, das, was auch so mit sich so machen lässt, ne? What the fuck? Wunderschön nachvertont. Ja. Wenn das Spiel es schon nicht macht, dann mache ich das doch. Ja. Was zur Hölle, das ist echt gerade komisch gewesen. Aber ich glaube, das war beim letzten Mal wirklich auch so gewesen, lustigerweise. Echt? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können es ja leider nicht nachprüfen. Ja. Ich wusste es gar nicht mehr. Wie ihre Brust auch hin und her wackeln. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen, aber heute habe ich mir drauf geachtet. Ja. Ach ja. Ja. Findest du auch toll. Der Kameramann hatte schon immer ein Händchen für Inszenierungen. Komm, Eckart, hier eine letzte Freude, bevor du stirbst. Schau dir an, wie meine Brüste wackeln. Das bekommt nicht jeder zu sehen. Es gab mir irgendwie so ein schönes Video auch auf YouTube, wie es wohl wäre, mit Videospielcharakteren ins Bett zu gehen, was dann einfach nicht bei vielen auch geklappt hat. Also Mario zum Beispiel, der war irgendwie einfach nicht fit genug, musste dann so einen Stern zu sich nehmen und dann ging es richtig zur Sache. Lara ist nicht mal ins Bett gekommen, die hat immer nur dagegen getreten, wo der Typ dann meinte, versuch's doch mal mit Springen. Und sie ist einfach nur gerade auf die Schulter hochgesprungen, so, und dann so, okay, ich geb's auf. Ja, ich glaube, Lara hatte einfach nur keine Lust. Nicht mal mit Curtis kann sie hier zusammenkommen, es ist so tragisch. Wobei, ich hätte es zu gern gesehen, wenn sie sich die beiden näher gekommen wären, wenn sie ein Gesicht... Wenn was? Mit diesem Gesicht der Emotionslosigkeit. Genau, so von wegen, Lara, ich liebe dich, und dann so, ich liebe dich auch. Genau. Das wär's ja echt, ey. Das wär's wirklich gewesen. Ach, nee. Der arme Curtis, er ist irgendwie auf Drogen garantiert oder sowas, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, oh. Ja. Ja, dreht den Tisch, ist okay. Genau, der Tisch ist verantwortlich für alles. Der Tisch ist verantwortlich für dieses Spiel. Oh nein! Wie konnte er nur? So, jetzt bist du fällig. Oh, er ist weggeblieben! Er hat sich unsichtbar gemacht, um sich zu verstecken. Aber ich kann nur sagen, there's no point in hiding. Schön. Ich krieg dich. Er hat seine Brille sogar verloren, jetzt ist alles vorbei. Oh nein! Genau wie Wesker am Schluss seine Brille nicht mehr aufhatte. Die Sonnenbrille ist der Punkt der Macht. Karel? Los! Töte sie! Toni Karel? Woher kennt sie eigentlich seinen Namen? Keine Ahnung. Ich wusste, dass Sie den dritten Splitter finden. Aber Sie haben für Eckart gearbeitet. Nein, er hat für mich gearbeitet. Plot-Twist. Werden Sie sein Werk zerstören? Natürlich nicht. Ich werde das große Werk vollenden. Und Sie haben die einmalige Gelegenheit, Teil einer gütigen neuen Weltordnung zu werden. Sie machen Witze, oder? Die Nephilim wollten immer nur überleben. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Zu viele Leute sind tot. Unter anderem mein Freund von Troy.
Er war ein Opfer unglücklicher Umstände, Lara. Es war dumm von Eckart, ihn zu töten. Ich habe ihnen immer geholfen, hier und in Paris. Curtis hatte einen Emotionsausdruck, wenn er nicht er selbst ist. Wahnsinn. Für einen Kunden namens Eckart, die 5 Gemälde der Finsternis. Der Kerl ist ein Psychopath. Warum soll ich mich einmischen? Weil ich verfolgt werde. Da draußen sterben Menschen. Da musst du durch, Werner. Da musst du durch, Werner. Lara, bitte. Pass auf. Triff dich mit dieser Frau Cartier. Sie kann uns helfen. Ägypten, Werner. Du hast mich im Stich gelassen. Du hattest auch kein Mitleid. Lara! Aus dem Weg! Von Kray, Sie haben mein Gemälde gefunden. Warum haben Sie es mir nicht gebracht? Ich war zu feige. Es ist zu gefährlich. Aber sie wird es schaffen. Sie sind gefeuert. Für ihre Inkompetenz. Für die haben wir nämlich keine Zeit. Er schrieb Bettina, ich liebe dich an die Wand. Ihr Menschen seid so schwach. Das ist kein Grund, sie umzubringen. Just saying. Sie haben von Kray getötet. Närrische Sterbliche. Dann eben nicht. Ja, wenn sie sich daran erinnert, dann darfst du dich auch nicht wundern. Was ist dein Scheißproblem? Hey, ich erinnere mich, dass Eckart sie umgebracht hat. Ich folge dir. Ja, ich hab mich daran erinnert, dass du Werner umgebracht hast. Klar, ich vertraue dir sofort. Mhm. Ich mag deinen Strom nicht. Kannst du behalten. Warum ist er jetzt eigentlich am Schweben hier? Wieso kann er fliegen? Was ist hier eigentlich los? Ja, ich hätte den Handschuh geklaut. Haha. Oh. Aha. So. Ja gut, das macht so. Irgendwie. Auch wenn man dazu den Handschuh tatsächlich brauchte, um das zu aktivieren, was wiederum nicht so viel Sinn macht. Und ich halte mich mal eben sicherheitshalber eine Runde. Yay. Ja. Woher hatten Sie diese Idee für die Handschuhe? Tja. Baum. Oder Eiscreme. Baum oder Eiscreme. Genau. Das kann nur eins bedeuten. Eiscreme. Oder null. Sechs oder null. Eiscreme vom Baum. Jetzt frisch im Handel. Also zu Karel kann ich dir nur so viel sagen. Ja? Diese Typen verstehen nur eine einzige Sprache. Irisch. Definitiv irisch. Das schaffen wir noch, wir sind gleich fertig. Mhm. Los, Lara, lauf! Lauf, lauf! You can ich do it! Auf. Der Bude hat noch auf. Was, der Netto hat noch auf? Das ist gut. Genau. Dann geh doch zu Netto! So. Och, Kind! Och, nö. Ja, das war jetzt genauso emotionsvoll wie Curtis. Och, nö. Das hätte Curtis nicht schöner sagen können. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier nicht richtig. Ich muss nochmal eine Etage nach oben. Wo ist die nächste Leiter? Ich finde auch seine Kampftechnik wirklich doof, weil ich meine, wie kommt er auf die Idee, hey, hier rumzufliegen, immer im Kreis und dann zwischendurch mal aus dir zu schießen? Das ist voll die gute Taktik. Da kommt sie nicht mit klar und stirbt, oder was? Ja. Das ist so, weiß ich nicht. Das ist, also... nicht sehr zielführend. Okay, ein bisschen vielleicht, ich gebe es ja zu, aber... naja. Ja, also, wie gesagt, er sieht ja auch aus, als wäre er besessen. Ne? Ja, er ist halt einer der
Neffinnen. Er wollte, dass es rund geht. Er wollte wirklich, dass es rund geht. So, let's go. Let's go. Wir behalten uns nicht an den... Wir halten uns doch an den Fest. Ja, es wurde nur nicht richtig angezeigt. Ja. Recycling, meine Freunde. Genau. Wie auch immer Lara auf die Idee kam, dass genau das die Möglichkeit ist, ihn zu besiegen. Das ist nämlich nicht ganz logisch, aber egal. Ja. Okay, ist es nicht so ganz logisch. Bist du hier drin? Lebst du noch? Das würde wohl im nächsten Teil der Trilogie passieren, wenn es eine Trilogie geworden wäre. Keine Ahnung. Ja. Und hier sind wir bei den Credits, die es auf dem PC nicht gab. Echt? Ja. Oh, okay. Hm? In PC gab's, sind die wieder zurück zum Hauptmenü. Jedenfalls bei Marco. Okay. Hm? Ja, kann gut sein. Ja. Ich weiß auf jeden Fall viele bessere Sequenzen und die Credits waren irgendwie extra auf jeden Fall abrufbar bei der PC-Version. Auf jeden Fall. Na gut, aber dann gut. Würden wir uns wieder verabschieden. Weil wir jetzt gerade ein bisschen Zeitdruck haben, deswegen, wir können die Credits leider nicht durchlaufen lassen. Das tut mir leid, wenn ihr sie sehen wollt, schaut sie euch irgendwo anders auf YouTube an, die sind auch irgendwo sonst verfügbar. Auf jeden Fall bedanken wir uns ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Es war sehr schön, das nochmal aufzunehmen. Ich hoffe, wir waren unterhaltsam wieder für euch und ja. Ja. Bis vielleicht mal irgendwann wieder, falls wir nochmal irgendwann was zusammen aufnehmen, was ich aber denke, denke. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Aber und. Das mit den Augen sind irgendwie krass so vorbei. Das stimmt. So. Das würden sie gleich blitzen. Jo, jetzt aber wirklich. Ciao. Ciao.